jugendlich strahlende Haut, dickes, seidiges Haar. Wer von uns möchte nicht aussehen, als käme er oder sie direkt aus einem TV-Werbespot? Aber ist, was du siehst oder hörst, wirklich, was du bekommst, wenn es um die üblichen Schönheitstipps geht? Glaubst du an einige der gefährlichen Mythen über Haut, Haar und Nagelpflege? Bevor du es herausfindest, klicke unbedingt auf Abonnieren und läute das Benachrichtigungsglöckchen, um immer auf der Sonnenseite zu stehen. Mythos Nummer 1: Jeden Tag Make-up zu tragen schadet der Haut. Es ist nicht unbedingt das Make-up selbst, das deine Haut schadet, sondern ein paar Dinge, die du möglicherweise falsch machst. Neigst du beispielsweise dazu, schlafen zu gehen, ohne dein Make-up zu entfernen, kannst du nur Hautprobleme haben. Weißt du, deine Haut muss nachts atmen können. Wenn sie mit Make-up abgedeckt ist, bekommt sie nicht den Sauerstoff, den sie braucht, um sich zu erneuern. Abgesehen davon enthalten die meisten Kosmetikprodukte heutzutage UV-Filter, feuchtigkeitsspendende Säuren und Abwehrstoffe, die deine Haut reparieren und sie vor Umweltbelastungen schützen. Entscheide dich für die Produkte mit diesen Eigenschaften. Mythos Nummer 2: Wenn auf dem Etikett Hypoallergen steht, eignet sich das Produkt für jede Haut. Der Unterschied zwischen gewöhnlichen und hypoallergenen Kosmetika ist, dass letztere nicht die häufigsten Allergene enthalten, wie zum Beispiel Alkohol. Solange du also nicht zu 100% sicher bist, dass du auf Alkohol nicht allergisch reagierst, sind solche Produkte nicht unbedingt die sichere Variante. Tatsächlich ist das Einzige, das in wirklich niemandes Haut eine allergische Reaktion auslöst, Wasser. Bevor du irgendein neues Produkt kaufst, lies dir sorgfältig die Inhaltsstoffe durch. Selbst die grundlegendsten Bestandteile könnten deinem speziellen Hauttyp gefährlich werden. Selbst Biokosmetika sind nicht für alle Leute das Beste. Mythos Nummer 3: Feuchtigkeitscreme verhindert nicht, dass Falten auftreten. Nein, Feuchtigkeitsspender entfernen nicht die schmalen Linien, die du schon im Gesicht hast, aber sie verhindern, dass neue auftreten. Eine Feuchtigkeitscreme gelangt nicht tief unter die Haut bis zur Dermis, um das Kollagen zu reparieren. Allerdings befeuchtet sie die oberen Schichten. Dir ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Menschen mit fettiger Haut weniger Falten haben als diejenigen mit trockener Haut. Mach also deine Feuchtigkeitscreme zu deiner Anti-Aging-Ölquelle und bekämpfe zumindest einen Faltenauslöser. Das Wichtigste ist, dass die Creme, die du verwendest, vor UV-Strahlung schützt und Vitamine sowie Antioxidantien enthält. Mythos Nummer 4: Deine Haut gewöhnt sich an die Creme, die du verwendest, und sie verliert ihre Wirkung. Solltest du diesen Mythos gehört haben, hast du wahrscheinlich verschiedene Gesichtsmittel ausprobiert und gehofft, dass sie dir helfen. In Wahrheit verlieren die Wirkstoffe, die deine Haut einmal geliebt hat, nie ihre Kraft. Sollte etwas plötzlich keine Wirkung mehr zeigen, ist der wahre Grund deine Haut selbst. Eine ölfreie Creme, die auf deiner fettigen Haut immer Wunder gewirkt hat, wird das nicht mehr schaffen, wenn du plötzlich trockene Haut hast. Dein Hauttyp kann sich aufgrund sehr vieler Faktoren ändern, wie Wetter, Stress und Alter. Also solltest du nicht unbedingt neue Hautpflegeprodukte ausprobieren wollen, weil die alten ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Lass dich nicht davon abhalten, deine Lieblingsprodukte so lange zu benutzen, wie du möchtest. Außerdem kann der Wechsel zu einer neuen Creme manchmal stressig für die Haut sein. Achte auch darauf, deine Pflegeroutine an die verschiedenen Jahreszeiten anzupassen. Im Sommer reicht es aus, ein wenig Creme aufzutragen, um einen optimalen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Aber sobald das Wetter kälter wird, braucht deine Haut zusätzliche feuchtigkeitsspendende Elemente, um vor der trockeneren Luft und dem rauen Wind geschützt zu sein. Und egal welche Jahreszeit es ist, du solltest immer Sonnenschutz tragen. Mythos Nummer 5: Du solltest Feuchtigkeitscreme von unten an auftragen. Viele Leute glauben, dass es spezielle Regeln gibt, wie man sich das Gesicht eincremen soll und dass eine bestimmte Methode die Wirkung eines Produkts steigert. Klar, es gibt durchaus Regeln bei der Hautpflege. Du solltest dein Gesicht mit lauwarmem Wasser waschen und den richtigen Gesichtsreiniger für deinen Hauttyp benutzen. Spül ihn dann mit etwas kühlerem Wasser ab und trage mit einem Wattepad dein Gesichtswasser auf. Das nächste sollte Augencreme und Serum sein, falls du diese Dinge benutzt. Der letzte Schritt ist, einen erbsengroßen Tropfen Feuchtigkeitscreme in dein ganzes Gesicht einzureiben. Aber egal, ob du das von unten nach oben oder in Kreisbewegung tust, das Ergebnis ist das gleiche. Versuch nur nicht, deine Haut abzureiben. Und nicht den Hals vergessen! Mythos Nummer 6: Viel Wasser zu trinken vermeidet Falten.
Dieser Mythos wurde von Stars populär gemacht, die schwören, Wasser wäre das Geheimrezept ihres umwerfenden Looks auf dem roten Teppich und ihrer ewigen Jugend. In Wahrheit gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise für eine das Altern verzögernde Wirkung von Wasser. Wenn die Zellen der oberen Epidermis sterben, nehmen sie keine Feuchtigkeit aus dem Inneren mehr auf. Klar, Wasser ist gut für dich und du solltest definitiv das anstatt zuckriger Limonaden und Säfte trinken. Anders als bei dem süßen Sprudelzeug bekommst du von Wasser weder Akne noch Übergewicht. Allerdings kann es nicht die Zeit zurückdrehen und wird deine bestehenden Falten entfernen. Auch nicht, wenn du mehr trinkst als üblich. Mythos Nummer 7: Gesichtsübungen helfen dir, Falten loszuwerden. Dein Gesicht ist der einzige Teil deines Körpers, bei dem die Muskeln direkt mit der Haut verbunden sind. Sie stetig zu dehnen und anzuspannen hilft allerdings nicht, bestehende Falten zu glätten. In Wahrheit kann das Trainieren deiner Gesichtsmuskeln die dortige Haut zerren und dehnen. Ich meine, heb doch nur mal deine Augenbrauen. Fühlst du, wie sich Falten auf deiner Stirn bilden? Genau, Gesichtsübungen haben durchaus ihre Vorteile, doch sie können nicht das Älterwerden rückgängig machen. Mythos Nummer 8: In der Sonne bleiben trocknet deine Akne aus. Oh ja, die Sonne trocknet deine Haut aus. Aber die natürliche Reaktion deiner Haut auf diese Tortur ist es, noch mehr porenverstopfenden Talg auszustoßen. Ganz zu schweigen davon, dass eine Studie der Harvard Medical School von 2018 gezeigt hat, dass eine verlängerte Belastung durch die Sonne ohne entsprechenden Schutz zu einer Sonnenallergie führen kann, was wiederum das Ausbrechen von Akne auslöst. Mythos Nummer 9: Eine schöne Bräunung bedeutet gesunde Haut. Deine Haut färbt sich unter Sonneneinstrahlung nicht dunkler, weil sie gesünder wird. In Wahrheit schützt deine Haut sich auf diese Weise vor den schädlichen Strahlen, die du auf sie loslässt. Ultraviolette Strahlung bringt deine DNA durcheinander, weshalb sie Hautkrebs auslösen kann. Außerdem beschleunigt sie dramatisch das Altern der Haut. Dr. Roxana DeNeschew von der Medizinischen Fakultät der Stanford University erklärt, dass es so etwas wie eine sichere Bräunung nicht gibt. Jede Art von Bräunung bedeutet das Abtöten deiner Hautzellen. Trage also Sonnencreme und setz dich nicht zu lange der Sonne aus. Mythos Nummer 10: Leberflecken zu entfernen ist gefährlich. Leberflecken sind Wucherungen pigmentbildender Hautzellen. Sie treten in verschiedenen Formen und Farben auf, doch die meisten von ihnen sind vollkommen harmlos. Bestimmte äußere Faktoren können allerdings dazu führen, dass sie sich zu Melanomen entwickeln. Aus diesem Grund sollten alle Leberflecken, die verdächtig nach Hautkrebs aussehen, entfernt werden. Diese Prozedur ist völlig ungefährlich, wenn sie von medizinischem Fachpersonal durchgeführt wird. Mythos Nummer 11: Eiswürfel sind gut für die Haut. Deine Haut unmittelbar wirklich niedrigen Temperaturen auszusetzen, kann sie in Wahrheit schädigen. Eiswürfel können die Durchblutung stören sowie Schwellungen und Besenreißer hervorrufen. Sie können außerdem deine Talgdrüsen beschädigen, was zu Trockenheit und Elastizitätsverlust führen kann. Abgesehen davon gibt es ungemein viele Gesichtspflegeprodukte, die mehr für deine Haut tun können als Eis. Mythos Nummer 12: Deine Haare zu stutzen lässt sie schneller wachsen. Wenn du regelmäßig Spliss abschneiden lässt, verleihst du deiner Frisur definitiv ein besseres Aussehen und verringerst Haarbruch. Trotzdem wachsen deine Haare weiter mit der gleichen Geschwindigkeit, etwa 0,6 cm pro Monat, unabhängig davon, wie oft du sie schneidest oder ob du sie überhaupt schneidest. Und zwar aus dem Grund, dass die Follikel in deiner Kopfhaut festlegen, wie schnell dein Haar wächst und nicht die abgestorbenen Spitzen. Mythos Nummer 13: Du solltest dir nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. Dir direkt nach dem Essen die Zähne zu putzen, ist nicht nur sinnlos, sondern sogar gefährlich. Jüngste Studien der American Dental Association haben das bestätigt. Säure, die mit deinem Essen in deine Mundhöhle gelangt, frisst sich in den Zahnschmelz und trägt zu einer Erosion bei. Wenn du regelmäßig deine Zähne innerhalb einer halben Stunde nach dem Essen putzt, zerstörst du deinen Zahnschmelz noch viel schneller. Mythos Nummer 14: Nagellack ist schlecht für deine Nägel, da er sie nicht atmen lässt. Nägel sind im Prinzip tote Zellen. Wenn die Nagelplatte atmen könnte, dann würde Nagellack aufgrund der hohen Feuchtigkeit gar nicht kleben bleiben. Die Dermatologin und Nagelexpertin Dr. Dana Stern erläutert, dass Nägel keinen Sauerstoff brauchen, da sie sich über Kapillaren in dem Bereich unter der Nagelhaut ernähren.
Glaubst du an irgendwelche dieser Mythen? Verrate es uns in den Kommentaren. Denk daran, diesem Video einen Daumen hoch zu geben, es mit deinen Freunden und Freundinnen zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du auf der Sonnenseite des Lebens bleibst.